Ja. Hier ist der Schnuppen. Willkommen zurück zu Samurai Western. Zum nächsten Level. Beim letzten Mal haben wir Level 6 wie ein Wirbelwind gespielt. Im Fort am Nachmittag, wo wir geflüchtet sind vor Goldbergs Leuten. Und ja, können wir weitermachen jetzt mit dem nächsten Level. Ich habe in meinem Zwischenspiel ein extra Level freigeschaltet, extra 6. Das mache ich allerdings erst nach Abschluss der Story, als extra zu Episoden. Also, wir spielen jetzt erst die Story durch mit den Story-Leveln und dann machen wir im Anschluss die Extra-Level, weil die sind vom Schwierigkeitsgrad auch schwerer, wie ihr auch direkt am Rekord schon sehen könnt. Wie wir 200.000 brauchen, müssen wir hier erreichen. Hier hatten wir, ich mache mir mal 100.000 zum Beispiel nur beim nächsten Level, was wir nämlich spielen, und zwar das ist der Gesuchte. Also unser Bruder wahrscheinlich, das hier stattfindet in Cactus Gulch und zwar am Abend. Und der wird sagen, wir spielen das jetzt zuerst. Wie gesagt, die extra Level kommen nach der Story. Also wenn wir das Wichtigste durchhaben, dann in zusätzlichen Episoden mache ich dann die extra Level. Wie am Anfang auch schon angekündigt, glaube ich. Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Das spielen wir natürlich auf Schwierigkeitsgrad normal hier. Der Gesuchte haben mittlerweile Stufe 30 erreicht und Schwertmeister bin ich damit. Hab 15 Punkte, die ich vergeben kann. Das mache ich mal. Und zwar so. Und zwar, ich glaube, alles auf Verteidigung. So, Waffe morgen neuer. Und zwar das Yaki-Yok. Das Yaki-Yako. Ich will mal Yoko sagen, aber natürlich das Yaki-Yako. Hohe Kampfhaltung. Dieses große, scharfe Schwert ist sehr gut ausbalanciert und äußerst gefährlich. Dann nehmen wir das mal. Kleidung haben wir auch was Neues, und zwar unter anderem die Gitarre. Eine weiße Gitarre, mit der man seine wahren Gefühle offenbaren kann. Auch an Lagerfeuer nützlich. Gucken wir uns mal an. So sieht die aus. Falls ihr die noch nicht genau gesehen habt, so sieht die aus. Ja, so sieht die aus. Hier. Man kann die hier einmal um den Kreis drehen. Das geht. Das geht natürlich, macht ihr Eigenleben? Macht ihr Eigenleben, der Controller? Das macht man natürlich aus dem Grund, weil man das entsprechend damit anpassen kann an die anderen Charaktere, die man spielen kann. Ihr habt am Anfang ja gesehen, es gibt ja mehrere Charaktere zum Freischalten. Man kann entsprechend mit dieser Funktion hier diese Sachen entsprechend an die Charaktere anbringen, damit die auch passen. Aber in dem Fall ist für uns dann nicht interessant. Dann haben wir noch, freigeschaltet. Den Schirm, genau. Hergestellt vom Schirmmacher von Amahara, Tokujiro. Sein erster Versuch im westlichen Markt Fuß zu fassen. Bislang selten verkauft. Ja, Tokujiro Schirm. Natürlich gucken wir auch nochmal im Maßstab an. Ja, so sieht Tokujiro Schirm aus. Hier für alle, die das genauer sehen wollen. Man kann auch natürlich so rumlaufen als der. Als der Schirmzombie, der einen riesigen Schirm durch den Kopf gekriegt hat. Ja, das geht natürlich alles hier nicht viel. Oder natürlich auch so. Kann man natürlich auch falsch verstehen. auf jeden Fall, das ist Tokujiro Schirm, kennen wir natürlich auch selbst aus Samurai 2. Da mussten wir auch Tokujiros Sohn retten. In einer Mission, wenn ihr euch daran erinnert. Auf jeden Fall, das ist sein Schirm dazu. Dann gibt es auch den Papagei. Ein Blick in die Augen des empfindsamen Vogels verrät, dass er sich Frieden im Wilden Westen wünscht. Auch nochmal im Detail. So sieht er aus. Ja, wie gesagt, für alle, die ihn nochmal genau sehen wollen. So sieht er aus. Ja. Kann ich natürlich auch noch kleiner machen. Aber ein Mini-Papagei ist auch schön, aber. Ja, wie gesagt, nur zum Darstellen. Und den Wurfstern. Den haben wir auch noch freigeschaltet. Und zwar dieses Ding hier. Das sollte der mächtigste Wurfstern aller Zeiten werden. Kam auf der Suche nach einem Besitzer in den Westen. Ja, so sieht's aus. Der Wurfstern erhöht die Verteidigung zusätzlich nochmal um 6. Ja, warum nicht? Ich mag doch Wurfsterne. Aber nee, ja, die Hüfte, ne? Das macht unser Lasso, glaube ich, weg. Deswegen kann man das wohl nicht nehmen. Aber wenn er natürlich so schön groß ist. Hui. Ah, hier, ich bin der Wurfsternmörder. Ja, kann man hier Kultcharaktere erstellen, ja? Die Kultcharaktere kann man hier stellen, wenn man will. Ich will das Lasso haben.
Obwohl, ich kann doch den Wurfstern nehmen. Nehme ich den oder nehmen wir anderes? Überlege ich gerade. Oder den Schirm. Was wollen wir machen? Wollen wir Tokujiro bei so ein bisschen Werbeplattform dienen? Oder wollen wir der Wurfsternmörder sein? Als Ninja, als Samurai. Man ist ja eigentlich auch Ninja. Nur mit einem Kampfstil. Deswegen würde ich sagen. Ja, nehme ich denn da? Gute Frage. ich nehme den Schirm. Nein, ich nehme den Wurfstern. Der Wurfstern gefällt mir, den nehme ich jetzt. Also würde ich sagen, Spiel starten. I can't let anybody disturb the peace in this town. As long as I wear this badge, I'll continue my fight against evil. That's right. I'm the sheriff in these parts. Sheriff Donald's the name. I hear that some foreigner has been causing trouble, and even threatened Mr. Goldberg's life. I can't allow it. Thanks to Mr. Goldberg, there's a big reward on this foreigner's head. So many of our honest citizens are keeping an eye out for him. I've been waiting for this, a chance to protect my town against evil. Da versteht gar nichts, Leute, kann das sein? Prepare yourself, criminal. With the help of the good people of this town, I will defeat you. Now wait just a minute. What do you mean the good people of this town? These jackals are all bounty hunters working for Goldberg. Step aside, Ralph. I only fight criminals. All right, men. Let's bring him to justice. Ja, was steht da wirklich nix? Besiegen die Goldbergs Leute. Ja, super. Na, müssen wir hinten aufräumen. So. Oh, hier. Hat er voll erwischt. Mal aufräumen her. Na, voller Luftgold. Was, wo kommst du denn her? Meine Güte. Lass das. Auch wahrscheinlich diese Stadt ja nur aus dem Rechner zu bestehen, kann das sein? Weil wir haben immer mit jeder Menge von denen zu tun. Hey, diese Stadt gehört Goldberg, ja, so sinngemäß, aber offenbar gibt es wirklich keine Zivilisten. Die können uns irgendwie hier helfen. Alles repariert in der Zwischenzeit, die haben das schon mal alles kaputt gemacht. Ja, was willst du dann? Alles repariert. Ich werde sehr. So, danke hören. Danke. Komm mal, die nächste Münze. Kriegen wir die auch noch voll, die nächste Stufe ist. Erste Stufe geht man ziemlich schnell. Die hat aber auch nicht. Was ist das? Kommst du verhört, Nalbo? Was bist du denn? So, mal kurz weggeräumt, wie sie gehört. Bin auch. Was ist das? Das ist so gefährlich, Mann. Ja, abgeblockt und erwischt. Ich muss nicht mal hoch. Ich muss nicht fragen, was überhaupt geht. Madre de Dio hilft dir auch nicht. Madre de Dio. Ich weiß gar nicht genau, was das heißt. Ich glaube, das heißt gar nicht. Bitte hilft mir, aber. Ich bin ja keine Rolle, was das heißt. Aber mir hilft Madre nicht. Und de Dio auch nicht. Hier, hallo Zivilisten, den gibt's hier nicht. Wer ich bin, dein schlimmster Albtraum. Weil ich mich alle angreife. Das ist das Problem, was ich habe. Aua, das war nix. Komm ich nicht dran, aber was?
kann ich mal einsetzen, wenn ich will. Ach, hä? Ist ja gut, ich komme ja schon. Hä? Wo kommt. Hä? Wo kommt die denn jetzt her? Wo kommt die denn jetzt her? Was mache ich? Na, so geht's besser, glaube ich, ja? Oh, volle Bist. Okay, hat nicht funktioniert. Weiter zu kommen. Hör mal, halt, hier auf. Ja, ist mir auch recht. Ah, nächste, danke. Okay, wo sind die nächsten? Oh, gibt's ein Hähnchen für mich? Wieso eigentlich Hähnchen? Keine Ahnung. Ach, was ich sag, alles, was man nicht identifizieren kann, schmeckt wie Hühnchen. Du weißt das ja. Alles schmeckt wie Hühnchen, deswegen wahrscheinlich nur Hähnchen oder so, weil man nicht genau weiß, was es ist. Wie sind die Feinde? Komm mal, dann mal kurz weggeräumt. Das hier. Ach, kann ich schnell laufen. Naja, auch nicht schlecht. Und immer den Marker nach, ne? Den Marker nach. Wo sind sie? Wir laufen hier im Kreis. Hallo? Muss ich mal in die Richtung? Da war ich noch nicht. Ah, hier war ich noch nicht. Gut. Da komme ich nicht dran. Ah, bin ich jetzt so schnell grundsätzlich? Jetzt hänge ich hier fest. Jetzt komme ich raus. Hänge ich irgendwie fest. Das ist gefährlich. Münze, Münze? Ach, da ist die Münze. Auf der anderen Seite. Ah. Was soll das denn? Okay. Wer ist fest? Wer da oben? Ah, ich verstehe. Ah, es geht jetzt gegen Donald. Kino Donald Duck. Western Donald natürlich, ne? Ihr wisst ja. Okay. Was war das denn? Ich hab mich gerade umgerollt. Was? Wer bist du denn immer? Den kriegen wir schnell plott. Der hält ihn so viel aus. Was war das denn? Okay. Ah, ich treffe den nicht. Und da ist. Jetzt aber. Erwischt. I think you're a little confused. You should think long and hard about who your real enemy is. My real enemy? But Ratto said that the samurai was a bad man. I'm sure of it. Ratto? Is he here? Where is he? In the saloon. Hey, Gojiro. This Ratto just might be the man you're looking for. Im Saloon versteckt sich. Verstehe. Okay, was kriegen wir so alles? Naja. War nicht so gut, oder? Kriegen wir noch was voll? Kriegen wir den Rekord noch? Ne, ich glaube nicht, ne? Es wird leider nicht reichen diesmal. Aber nicht so schlimm. Ja. Der hat uns niedergerollt, der Typ. Ja, das war ja richtig gemein. Richtig übel war der. Aber am Ende. Aber so stark war der jetzt gar nicht. Der hat nie so viel ausgehalten wie beim letzten Mal. John? Beim vorletzten Mal soll das schon wieder gewesen. Mit zwei Level her. Ja, egal. Hey, waren wir denn? Ja, vielleicht ist ihm jetzt nicht aufgegangen, wer die wirklichen Bösewichter sind. Keine Ahnung, da auf jeden Fall hat er keine Ahnung gehabt, was los ist, dass Goldberg der Böse ist.
hat er halt nicht so begriffen. Naja, ist dann halt so. Er ist ein bisschen Klischee beladen im Grunde, ja, von den Charakteren, ja. Wie der Fremde, der kommt in die Stadt und alle sind irgendwie, alle haben irgendwie keine Ahnung, was so vor sich geht. Also der Sheriff ist ein totaler Idiot, der hat keine Ahnung, was vor sich geht. Wir kommen einer Verschwörung auf die Spur, sinngemäß. Wir erfahren, wer der Bösewicht ist. Wir versuchen jetzt ein Handwerk zu legen. Wir versuchen ihm jetzt das Handwerk zu legen und nebenbei den Bruder halt zu suchen. Also wirklich so eine klassische Western-Geschichte irgendwie, ja. Was man aus Filmen und Fernsehen kennt. Auf jeden Fall, naja, gut, wir haben trotzdem ein Level-Up erreicht. Wir sind Spezialist geworden. Immerhin etwas. Und haben eine neue Waffe und zwar das Gekko Kujo. Okay. Gut. Haben wir also ein weiteres. Ich habe leider keinen Rekord so geknackt. Ich dachte, oh, da haben wir zu viel Schaden erlitten haben, war ja ganz knapp. Aber naja, wird wahrscheinlich in meinem Durchläufen, die ich so mache, kein Problem sein. Und ja, das war's wieder mit diesem Level hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt an die Kommentare und an die Bewertungen. Und ich sag danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.